Jawohl, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Splatfest. Zu welcher Schokolade ist die beste? Zartbitter, Vollmilch oder weiße Schokolade? Ich bin natürlich für weiße Schokolade. Ja, heute aber leider Gottes alleine, weil meine Kollegen die dunkle Seite der Schokolade gewählt haben. Sie haben die Zartbitter-Schokolade genommen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja, das bin ich wirklich. Aber Leute, wir müssen ja weitermachen im Leben. Wir müssen heute ohne Gusti und so weiter auskommen. Wir schaffen das schon alleine. Und im Übrigen, ihr fragt euch bestimmt, warum stehe ich hier und starre die Spinde an, anstatt da im Gang zu stehen? Ganz einfach. Ich hatte Langeweile und macht euch bereit auf Augenkrebs. Ich hatte viel Langeweile. Ich habe einfach mal die ganze Lobby weiß gefärbt. Im Sinne des Splatfests einfach mal die komplette Lobby weiß gefärbt. Einfach zu unterschreiben, wie sehr ich weiße Schoki mag. Ja, ihr dürft mir gerne übrigens hier sowohl in Twitch als auch bei YouTube gerne in die Kommentare schreiben, welche Schokolade ihr gewählt hättet und warum. Ja, wie gesagt, ich hatte sehr viel Langeweile und ich war gründlich. Ich habe wirklich alles weiß gefärbt. Okay, da hat es irgendwie so eine kleine Katze nicht erwischt. Wirklich sehr, sehr gründlich. Das ist einfach Langeweile, Leute. Ja, Leute, wenn ihr auch Team Weiß gewählt habt und Splatoon 3 habt, dann könnt ihr hier gerne mitmachen. Ich denke mal, Dark, du hast die Vollmilchschokolade genommen, ne? Das hat es mir ja sogar noch geschrieben. Ich weiß halt nicht jetzt, wer von meinen Zuschauern alles hier weiße Schoki hat. Auf jeden Fall werden wir gegen Ghosty und so weiter mittendrin irgendwann kämpfen müssen, weil sie haben die dunkle Seite der Schokolade gewählt. Ja, ich mach daraus Star Wars. Aber vorher, ich werde hier wahrscheinlich nur mit dem Roller arbeiten. Wie immer geht hier übrigens für YouTube. Ich werde die erste Runde auf jeden Fall safe drin lassen. Ich muss meinen Fernseher übrigens stumm schalten. Und mir den Sound eben kurz aufs Headset holen. Ich bin jetzt aktiv. So. Ich hoffe, dass ich gute Kollegen habe, die auch dran denken, zu färben. Keine Kommentare. Die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren. Ist das euer Scheiß Ernst? Ich glaube ja wohl, es hackt. Die sind nicht mal AFK, die sind einfach nur faul. So, zum Startpunkt nochmal. Ich muss ja hier das Färben übernehmen. Dafür habe ich den Roller. Den Flexroller sogar, damit ich mit den Schwarmraketen noch nebenbei unterstütze. Und ihr kennt mich ja, wenn ich mit einem Roller rumrenne, dann bin ich gründlich. Und ihr werdet kaum ein anderes Gameplay heute sehen. Wer mag es, wenn die AFK wohl noch nicht mal einfach nur faul da rumstehen, anstatt zu helfen? Ich habe übrigens versucht, meinen Splatfest-Shirt gute Fähigkeiten zu geben, aber es mochte mich nicht. Es mochte mich schlicht und ergreifend nicht. Dann waren es auch noch zwei, ne? Die da einfach nur doof rumstanden. Denke ich mir auch, nur wollt mich doch komplett verkohlen. Mein Job ist färben und das sollte eigentlich auch der Job von den anderen sein. Ah,
Aber das war doch mal ein grandioser Start. Einfach eine komplette Lobby mal eingefärbt. Hat tatsächlich nur 15 Minuten gedauert. Und ich habe mit Roller und Knallschwopper gearbeitet. Um die Lobby zu färben. Ach, wie gut, dass ich den Start färbe. Tschüss. So, ich hoffe, ich kriege die Schwarmrakete noch zum Ende hin. Nee, gerade so nicht, aber wir trotzdem siegt. Ich finde von den dreien weiße Schokolade einfach am besten. Zartbitter mag ich nicht, davon muss ich buchstäblich reiern. Und das bezieht sich nicht mal nur auf Schokolade, Zartbitter generell. Da wird mir so übelst schlecht von. Ich gehe auf jeden Fall in ein anderes Team. Diese zwei Vollpfosten will ich nicht mehr dabei haben. Naja. Dafür mache ich jetzt hier das Feld. Das ist eine gute Map für einen Rollertypen, der seinen Job machen will. Und weiß, dass die anderen nicht färben werden. Es sind Randoms. Ich erwarte schon gar nichts mehr von Platoon Randoms. Sie sind immer enttäuschend, deswegen habe ich keine hohen Erwartungen mehr an sie. Es ist ja auch nicht so, als würde ich denen gar nicht im Kampf helfen. Ne? Ich habe ja immer noch die Schwarmraketen und die nerven übelst, wenn sie auf eingerichtet sind. Und von hinten kann ich gut auf die zielen. Hängt davon ab, welche Sorte von der Ritterschokolade. Da gibt es ja richtig viele Sorten. Ja, die stehen gerade doof. Na, zumindest drei. Also Ritterschokolade zum Beispiel, diese Nussschokoladen, die mag ich ganz doll. Haselnussschokolade an sich mag ich auch sehr doll. Was mache ich eigentlich, wenn wir alle Runden gewinnen? Dann mache ich ein Best-of. Das war jetzt für YouTube gedacht. Ne, mein Satz gerade. Hier an der Stelle waren sie ausnahmsweise mal fleißig. Mehr oder weniger. Ihr werdet trotzdem schlampige Arbeit. Ich sehe so viele graue Stellen. Der hat mich, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm. Schade. Ich mache das, was mein Job ist, nämlich färben. Man sollte in erster Linie bei Splatoon, vor allem bei Revierkämpfen, immer ans Färben denken. Man braucht mir nichts sagen, ich weiß, dass ich einen guten Job bei der Basis gemacht habe. Oh, die Vollmilch-Fans. Das sind unsere Rivalen. Das sind die einzigen, deren Sorte noch akzeptabel ist.
Zartbitter. Die müssen immer im Grund und Boden gestampft werden. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Was waren die anderen beiden Teams? Hat einer drauf aufgepasst, was die ersten beiden Teams für Gegner waren? Danke. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Deswegen habe ich lieber sicherheitshalber nochmal nachgefragt. Na komm, ich warte auf die Raketen. Ich bin gründlich. Wer braucht Glück? Nee, im Ernst, keine Glücksspiele. Glücksspiele laufen nicht gut, wer Under Dungeon zum Beispiel verfolgt hat. Glücksspiele laufen bei mir nicht gut. Da war so eine Casino-Szene, da konnte man Roulette und so weiter spielen. Ihr könnt euch vorstellen, was mit meinem gesamten Geld passiert ist. Ich fahre doch noch nicht mal im Sprung. Warum machst du die Sprungschlag-Animation? Weil ich noch so halb im Sprung war. Ein bisschen anders als sonst. Ich hör mal ein bisschen bei denen. Einer mit einem Knallschwopper. Schwopper sind sehr gefährlich. Oh ja, Minzschokolade, ey. Die rühre ich nicht mal an, so schrecklich ist die. Tschüss. Team weiße Schoko, dann kannst du ja bei mir ins Team kommen, wenn du möchtest. Mache ich einen Raum auf, dann kannst du beitreten. Ist ja auch ein Community-Stream. Ich habe übrigens jetzt auch bald mal alle Waffen jetzt mal durch, ne? Also, da fehlen nur so 3 Reihen noch an Waffentypen. Dann habe ich bei jedem mindestens einen Stern. So, ich mache meinen Job und färbe hinten alles. Ich hole die Punkte fürs Team, also die Prozente. Ich sehe das Igel, also Turmfalke, sehr gut färbt gerade. Kriegst schon mal Lob von mir. Du sprichst nicht voraus wie die anderen beiden. Vor allem der mit einem Schropper. Schropper ist eigentlich auch mehr so eine Färbewaffe. Für Revierkampf. Gleich kommt Raketenunterstützung. Ja, ich warte noch, bis er mehr Leben. Komm, ich weiß, dass da noch einer fehlt. Das ist auch schön, wenn mir beim Plexroller hier hinten die Fläche lasst. Und dann kann ich immer wieder mit den Raketen aushelfen. Keine Sorge, ich wechsle im Verlauf des Streams noch die Waffe. Ihr habt ja auch selber noch die Möglichkeit, mir Waffen aufzuzwingen zur Not. Wenn ihr meint, ich habe zu lang den Flexroller genutzt.
So, jetzt kommt wieder Rakito-Unterstützung. Wo ist der vierte Mann? Ich muss schießen, der kommt näher. Ich liebe die Schwarmraketen, auch wenn die zu selten da sind. Ich wollte noch mal schlagen. Ich hatte jetzt übrigens auch mal Zeit, mir die neueste Nintendo Direct anzusehen. Also bei Splatoon war ich, was das erste DLC angeht, mega enttäuscht. Also klar, das alte Splatfest jetzt noch mal wiederzusehen, das finde ich schon schön. Vor allen Dingen auch noch bei den Splatfesten. Aber ich finde, inhaltlich ist es halt kompletter Murks. Weil man kriegt halt nichts Story, man kriegt nichts Neues dazu, man hat einfach nur die alte Gegend jetzt wieder. Aber die zweite DLC-Welle, die wird mich auf jeden Fall interessieren. Die werde ich wahrscheinlich auch auf YouTube dann wieder durchspielen. GZ. Die hatten auch einen Fleißigen da hinten. Bei denen hat einer auch richtig fleißig gefärbt. Freu dich doch mal für uns, Stark, wenn wir gewinnen. Tut mir übrigens leid, dass der heutige Shellshock-Stream sich deswegen jetzt um eine Woche verschoben hat. Aber Splatoon kann ich halt nicht skippen. Beziehungsweise nicht ausfallen lassen, wenn da ein Event ist. So kann man den Stempel auch verwenden. So. Gottes Willen. Nein, ich kam nicht mehr drüber. Aber es ist manchmal auch deprimierender. Der doch hier hoch. So doof, um das Ding zu treffen. Das passt zu mir. Da schwamm gerade einer lang. Der Stempel von hinten! Der war gut! Der Stempel war richtig gut! Der hat mich null bemerkt! Und tschüss. Nein, ich konnte den Stempel nicht mehr nutzen.
Und den Hammer noch werfen. So in der letzten Sekunde. Das ist ein Victory! In eure Gesichter. Ich liebe dieses Winken von dem Inkling, ne? Das liebe ich einfach, wie viel Freude das ausstrahlt. Ich finde, es geht. Außerdem, Kane ist zweitrangig. Die Prozente zu holen ist erstrangig. Kane ist Nebensache. Kane sollte bei dir in dem Spiel nie im Vordergrund stehen. Sondern halt wirklich die Prozente zu holen. Und wo ist das Perserkacke zum Gehen? Hm? Hab gerade zwei mit dem Stempel weggeliedet. Und der ist beim Disperser inbegriffen. Also wenn du recht nah an denen dran bist, kannst du die killen. Und sehr gut damit. Ich meine, die braucht auch nur so drei Treffer zum Töten. Wo ist der scheiß Schwopper-Dude? Da. Der muss halt nur einmal... mit dem Schwopper richtig gut treffen. Der Schwopper, wenn alle treffen, ist immer ein Kill. Den Wandenschwopper, den mag ich als Gegner auch nicht so wirklich. So, der ist weg. Jetzt mache ich hier oben mal sauber. Ja, gar nicht hier. Sieht mehr wie Karamell als Vollmitsch aus. Ich konnte ihn noch werfen. Oh, Ink und am Boden mit euch. War doch voll mit, oder? Also die Gegner. Kann man schon fast mit einer Schrotflinte vergleichen. Thank you.
So. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Farbe fürs Platoon. Dieses helle Weiß. Gut. Da war noch einer hinter mir. Mehr, das kommt noch nicht nur mir so vor. Das sieht mehr wie Karamell aus. Als Vollmilch. Zartbitter sah ja wirklich komplett dunkel aus. Das kannst nicht nur du. Ich habe auch einen Hammer. Ich nehme gleich, glaube ich, auch eine andere Waffe. Da, der nimmt auch den Disperser. Oh, jetzt hilf doch. Hab ihn noch mitgenommen. Den einfach nicht getroffen bekommen habe. Ich weiß einfach, weil es so gut heute läuft. Gib ich es einmal aus. Einer war es so gut heute, bis er läuft. Es ist immer voll, Mitch. Und wenn ein Zartbitter kommt, dann gibt's direkt einen 100er-Kampf. Ich finde das lustig, dass nicht einmal Zartbitter kommt. Nehmt euch den Kraft an. Verfolgt mich das Ding. Weil ich da auserwählte. Da war einer. Ja, Zartbitter ist aber auch eine ekelhafte Schokolade. Die hätten statt Zartbitter vielleicht Haselnuss nehmen sollen. Ich glaube, Zartbitter hatte nicht mal 30%. Ist halt das Ding. Ich kann gleich nochmal nachgucken, wie viel Prozent Zartbitter hatte. Weil das nehme ich mittlerweile vorher auf.
Ich hatte sogar so bei Ghosty gesagt, als er diese Abstimmung gemacht hatte, weil das macht er immer, anstatt sein Team mal selbstständig auszusuchen. Habe ich ihm gesagt, wenn du Zart bitter nimmst, dann brauchst du nicht mit mir rechnen. Ich habe mal jemand mit der Bombe erwischt. So, der ist weg. Ich glaube nicht, dass die noch gewinnen. Und der Endrap läuft. Er kann genauso schlecht zielen wie ich. Das ist wunderbar. Ey, warte mal. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in die Aufnahme, die ich ja da gemacht hatte. Also... Zart Bitter hatte 33% und Vollmilch 31 und Weiße Schoko 35 bei den Aufwärmphasen. Schon wieder Vollmilch. Das ist doch genial. Die ganze Zeit nur Vollmilch. Und das ist das die Lackt oder ist das die andere, die Triestringer? Ich glaube, das ist die Lackt, oder? Das könnte ekelhaft werden, weil die Lackt, die hat die Schwarmraketen und die sind übelst nervig. So, ich werfe euch mal den Tank da unten hin. Es ist die Lackt. Das Gute ist aber, dass die Lackt im Kampf schwächer ist. Die macht nicht so viel Schaden wie die Tri. Aber es ist halt schon nervig, wenn da die ganze Zeit Raketen kommen. Wie, ich habe den nicht getroffen. Die Aufwärmphase ist das, was man kurz vor den Splatfesten macht. Also da kann man sich ja nochmal Tritons-Schirne ergattern in der Zeit. Also das bezieht sich halt nicht auf, wie viele haben das Team gewählt, sondern wie viele haben für ihr Team gekämpft. Aber ich denke mal wirklich, dass nicht viel, besonders viele Zartbitter genommen haben. So, jetzt mal den mit den Raketen ausgeschaltet. Noch einen ausgeschaltet. Meine Gedanken gelesen hat. Also die Aufwärmkämpfe sind die davor noch so knapp stattfinden. Ich bin ganz ehrlich, den Bereich da, wo ich gerade lang gelaufen bin, den habe ich nie zu Ende gefärbt. Aber auch nur, weil meistens irgendwer da lang geht und den dabei färbt. Um Gottes Willen, wie viele Raketen! Dann hast du ordentlich gefarmt. Das ist, ich glaube, dann mindestens 2%, die du da erfarmt hast für dein Team. Wie gesagt, die genaue Rechnung davon kenne ich nicht. So, weg mit dir. Ja, ich hatte nicht mehr genügend für eine Bombe.
Aber ja, du hast dann auf jeden Fall 4 Farben. Ich hatte nur 3 geholt. So, jetzt nehme ich aber wieder eine andere Waffe. Für YouTube sage ich hier auf jeden Fall für diese Runde, also für diesen Tag, mal ciao, wir sehen uns beim nächsten Tag wieder. Ich werde jetzt noch mit den restlichen Zuschauern noch ein bisschen Salmoniden-Runs machen, aber euch grüße ich dann für die nächsten Runden. Dann wird es morgen mit den Dreifarbangriffen weitergehen. Also, bis dann, YouTube. Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem, ihr guckt. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Splatfest-Stream. Zum zweiten Teil der Weiße Schoki gegen die Welt. Ja, weiße Schokolade haben wir schon mehrmals bewiesen, dass sie die beste Schokolade ist. Aber wir müssen es natürlich noch endgültig machen. Ja, ich habe den Zwischenstand schon gesehen. Ich grüße hier mal YouTube. Und ja. Es lief ja gestern schon sehr gut eigentlich. Auch die Salmoniden-Runs, die YouTube nicht mehr gesehen hat, die liefen bis auf einen sehr, sehr gut. Also gestern kann man sich halt wirklich gar nicht beschweren. Und ich hoffe mir, dass es heute so weitergeht. Ich muss vor allem Zart Bitter heute komplett in den Arsch treten, nachdem was Ghost die, in seinem Stream über mich die ganze Zeit gesagt hat. Also wir gewinnen wahrscheinlich dieses Splatfest sowieso. Das sehe ich jetzt schon voraus. Dass wir irrweise Schokolade gewinnen wird. Naja. So, die weiße Schoki-Fans machen voll Mitch und die anderen komplett jetzt kaputt. Hi, Obsidian-Schaf. Hallo. Ich wollte eigentlich da oben starten. Ich hab's noch hingekriegt. Ich hab noch die Kurve bekommen. Ich bin wie immer sehr gründlich. Ah, ich find's schön, dass man mittlerweile die Dreifachangriffe nur noch bekommt. Und ich bin zu doof zum Treffen. Ich fand es gestern ja wirklich interessant, dass Zartbitter nicht einmal unser Gegner wurde. Naja, beziehungsweise, dass wir sehr, sehr selten sie als Feind hatten. Ich habe ihn noch mitgenommen, Junge. Gottes Willen, wo kommen denn die vielen Zuschauer direkt am Anfang her? Ich bin nervös. Komm nicht hoch, bin zu doof. Ich gehe mal rechts ein bisschen ärgern. Ah, da steht einer mit einem Snippert, das habe ich nicht gesehen. Kam was von oben.
Nebenbei, auch wenn ihr jetzt nicht im selben Team seid wie ich, es kann trotzdem vorkommen, wenn ihr jetzt spielt, dass ihr zumindest Gegner werdet. Wieso sehe ich dich nie? Ich da oben. Beziehungsweise ich bemerke dich viel zu spät immer. Ist doch nicht normal. Schön, dass ihr mich nicht bemerkt. Ich werde mal eure Base, ne? Er wird trotzdem kein Victory. Hallo Gusti, danke für den Raid mit deinen ganzen Zuschauern. Der Scharfschütze ging mir so sehr auf den Nerv. So, ich mach mal einen Job. Ich färb jetzt die Base. Es tut mir leid. Das Spiel hat gesprochen. Herr Kollege, du siehst, wo ich mit dem Roller langlaufe. Hör auf, an derselben Stelle zu färben. Ja, da muss man mal gucken. Ich glaube, bei der Map könnte ich mich echt die ganzen 3 Minuten allein mit der Base beschäftigen. Sind so dicke Flecken hier, die noch frei sind. Setz mal zumindest eine Mine hier oben hin. Ich mache das ja auch mit den Teams nicht wie Ghosty, dass ich Community entscheiden lasse, sondern ich das Team nehme, was mir auch am meisten eher zusagt. Ach Mann. Warum könnt ihr nicht blind sein? Geh mal zu der Prinzessin. Und sterbe instant, weil da eine Kugel im selben Moment ab geht. Ist klar, Spiel. So tötet man. Ja, ausgelöscht. Das war nicht der Punkt, wo ich landen wollte. Dann mache ich halt hier noch diesen hässlichen Fleck weg. Es ist immer Vollwisch, was von mir einer abbekommt, wenn ich einzeln spielte. Also jetzt nicht die drei Farben. Aber ich komplett auf die Base gegangen bin und die einfach nur da vorne.
Killen ist bei dem Modus wirklich komplett zweitrangig. Bei Turmkommando, da ist Killen wichtig. Oder bei Herrscher. Aber nicht bei Revierkämpfen. Bei Revierkämpfen sollte man sich wirklich weniger auf Kills und mehr aufs Färben konzentrieren. Ich mach das Killen auch nur so nebenbei, wenn ich die sehe. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich meinen Sprinkler setze. Zumindest den jetzt. So, aus dem Weg. So, tschüss. Hab dich noch mitgenommen. So, da macht sich der Sprinkler sehr gut gerade. Jetzt mal bei denen nerven. Ach verdammt, ich kam nicht mehr von der Bombe weg. Die Runde könnte mal was werden. Wie gesagt, bei Dreifarb ist halt heute Wurm drin, ne? Da weiß ich, dass es heute nichts mehr wird. Das sieht sehr lustig aus, das Bild. Das sieht aus wie ein Bild von Van Gogh. Eins, wo man null versteht, was es eigentlich darstellen soll.
Gummileutinie. Ich wusste einfach, dass weiße Schoko die beste Schoko ist. Wir haben einfach in allen Punkten gewonnen. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Blättfest gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Der erste Tag lief richtig super. Vom zweiten habt ihr nicht viel gesehen, weil da einfach überhaupt nichts lief. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und ein Follow auf Twitch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!